Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Projekt meinerseits, und zwar House Flippers. Ja, ich habe es mir mal gegönnt, es kam so knapp 17 Euro bei Steam. So, ich spiele das komplett blind, ich habe es nur mal bei ein, zwei gesehen, aber nicht alles. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ich kenne mich hier null aus. Ist nicht viel zu essen. Willkommen bei House Flippers. Dieses Spiel ermöglicht dir, Häuser zu kaufen, zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich wieder mit Bruchboden begnügen. Ja. Okay. Jetzt muss ich das mal selber hier aufräumen. Drücken, um wegzuwerfen. Ich drücke. Ah, okay, klicken. Okay. Zeit, dem Laptop zu gehen. Öffnen. Ja, hier sieht es auch einigermaßen unschön aus. Okay, aber wir begnügen uns erstmal damit. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser verkaufen und zwischen ihnen switchen. Ja. Okay, unser erster Auftrag. Mails. Sandra Ziegler, mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Okay. Ist nicht böse, ist böser. Okay. Besen. Beziehungsweise Mob. Okay. Ich könnte vielleicht mal noch ein bisschen die ihr wisst schon. Steuerung, Maus. Sensibilität runternehmen, mal 50. Machen wir jetzt noch ein bisschen zu hektisch. Ja. Ist einiges jetzt gerade hier am Müll. Aber so extrem dreckig ist es nun auch nicht. Also das Zimmer, Hammer. Was haben wir hier? Na, hier haben wir noch ein bisschen. Okay, in demzufolge ist ja auch schon wieder sauber. Okay, mit der Steuerung kann man sich gut anfreunden. Ist jetzt nicht so extrem kompliziert. Du entwickelst dich. Okay, mit Tab. Scharfsinniger Blick. Schnelles Händchen.
Nehmen wir das. Gut, dass man mit dem Mob auch wirklich alles sauber machen kann. Und da fehlt der Heizkörper. Ich gucke gleich mal, was wir hier schnell sauber. Da haben wir noch einmal Müll. So, das sieht wenigstens ein bisschen ordentlich aus. So, jetzt brauchen wir noch einen Heizkörper. Käufer. Ne, Shop. Küche, nein. Sonstiges auch nicht. Survival, Stühle. Hätte vielleicht doch die kurze Benachrichtigung lesen sollen. Haushaltswaren? Nein. Müsste man noch drauf gehen, Entschuldigung. Heizung. Alles klar. So, da haben wir es auch schon erledigt. Der Auftrag ist zu 100% beendet. Mit Enter können wir den Auftrag abschließen. Ich bin zufrieden. Cool. Beenden. Sehr schön. Es geht doch gut voran. Ich will es ja selber ein bisschen schön haben noch hier in der Wohnung. Okay, wenigstens mal ein bisschen sauber gemacht. Okay, wir müssen nach einem neuen Auftrag gucken. Zwei sogar. Hallo? Bitte räume die Garage auf. Bitte bringen Sie die Heizung an. Ja, dann machen wir die Heizung.
geht ja hier bloß drum, Heizungen zu installieren. Das ist ja eine relativ schnelle Aufgabe. So. Sehr schön, da haben wir die erste schon mal im Kinderzimmer. Hier ist sie drinne. Da brauchen wir nichts zu machen. Hier haben wir eine. Zippidi-zapp. Und aufdrehen. So, da haben wir schon die zweite. Stimmt, ja, hier drin sieht man es ja sogar. Aha. Und hier waren wir. Okay. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall zwei verschiedene. Hier kommt der hin. Okay. Das ist aber gut gemacht, dass man hier wenigstens bloß die Sachen draufklacken muss. So, und Spülbecken. Okay, alles klar. Gut, dann lernen wir nur aus. Da sieht man, aha. Gut, jetzt gehen wir wieder bei Tab. So. Zappidi-zapp, das geht auch relativ flott vom Hocker. So, sehr schön, da haben wir das auch geschafft. Neue Fähigkeit, vergipsen, Fliesenleger, okay, da warte ich erstmal die nächste Aufgabe ab, aber wir können jetzt mit Enter wieder beenden. Aha. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Wie sieht es denn hier überhaupt aus?
Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich weiß, ich habe verfügbare Skillpunkte. Ich muss aber erstmal kurz die nächste Aufgabe entgegennehmen. Wir sind Walkaholics. Drei Nachrichten. Dann machen wir einfach die Garage. Scheint einiges zu sein. Ja, hier ist einiges an. Unrat. Oh yeah. Eine Garage putzen muss man können. Ach, das haben wir hier die Möglichkeit. Doch, da war doch. Schnellere Montage. Ich nehme noch das. Okay. So. Fußboden putzen muss auch mal sein. Okay, das sind die Reifen bloß. Ach, die kann man sogar. Alles klar. Na komm. So. Aufheben, aufheben. Aha. So, sehr schön. Da haben wir es auch schon abgeschlossen. Heilige Maria, die dritte Aufgabe schon. Und ich habe wieder ein verfügbares Skillpunkte. Yeah, was haben wir denn? Verhandlungen. Zahlungen für Aufträge nehmen wir das doch eher. Aha.
Guten Tag. Okay, machen wir das. Oh, ist ein bisschen was. Ein Mädchen, das heißt, wir müssen auf jeden Fall malern. Okay. Ganz schön dreckig hier drinne. Aber man soll immer erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Ist irgendwo noch Dreck. So, das ist fertig. Uiuiui. Haben sie aber eine ordentliche Party gefeiert. Okay, wir machen das mal eins nach dem anderen. So. So, das haben wir. Fenster Nummer 2. Ist es jetzt ein bisschen größer schon? Aber man sieht schon viel mehr raus. Also entweder ist das bloß bei mir gerade ein Soundfehler oder ich bin halt noch nicht so gut, dass das jetzt immer so. Zimmer auch fertig. Sehr schön. Wir können jetzt bei hier noch einen Spiegel dran machen, aber. Ja. So.
Okay, vielleicht komme ich dann nachher noch mal kurz wieder hier rein. Ist okay. Könnte natürlich auch sein, dass da an der Tür was war. Okay, da war kein Schmutz. Aha. Gut, dass ich mich nicht um das Bett kümmern muss. Noch nicht. Sehr schön, eins von zwei. Und Fenster Nummer zwei. Ach ja, die Kinder, das Kinderzimmer. Was macht man nicht alles für ein Kind? So, vielleicht ist nur im Schrank bestimmt noch was. Oder halt die Fensterbretter. Da war's. Okay. So. Da können wir ja sogar nach diesem Auftrag bei uns in der eigenen Wohnung mal etwas streiche mit den Farben Pastellrosa.
So, Shop. Farben. Pastellrosa. Da. Jetzt räumen wir dich erstmal ganz kurz hier, dass wir erstmal hier die Seite anfangen. Alle. Wir haben bestimmt noch einmal Farbe holen müssen. Neue Fähigkeitenpunkt. Das wäre gut. Da kommen wir nämlich schon mal ein ganzes Stückchen weiter. Hat nicht mehr gelangt. Okay, wir räumen erstmal wieder den Schrank. Der Schrank kommt wieder in die Ecke. Ja, wir kommen auf jeden Fall sehr weiter. Sehr viel weiter. So, dann brauchen wir wieder mal Farbe. Wenigstens können wir jetzt hier, rollt es nicht mehr so durch wie beim Anfang. Ach ja, Malern. Aber es ist ein schönes Spiel, das finde ich mal auch wieder mal interessant, sowas.
Natürlich, wenn wir dann noch später den Skill noch weiter erweitert haben, wie zum Beispiel dann mehrere Flächen machen. Aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen sparen, weil wir müssen ja ein bisschen Geld anhäufen. So dass wir uns dann selber das erste Haus kaufen können. Wird zwar auch noch eine Weile dauern. Aber da ich das hier versuchen würden, wollen würde, nicht so zu kann, sondern hier mal wirklich alles zu zeigen. So. Okay, war das doch noch. Das haben wir ja. Hundert. Sehr schön. Halt. Wieder verkauft. Fünf Gegenstände anbringen. Heizung ist dran, also erstmal ein Kinderbett. Betten. Ein Kinderbett. Nehmen wir weiß. Schublade muss auch weiß. Regal, Kall. Wickelkommode kommt auf jeden Fall noch. Ach, dass man halt jetzt nicht sehen kann, was man alles für Aufgaben hat. Regal, Karl, da muss doch schon. Sitzkissen. Die hier drin, die Sitzkissen? Nein. Haben wir hier ein Sitzkissen? Es wird eine übelste lange Folge, aber okay, das muss halt auch mal sein. Das ist ein schönes Spiel. Sitzkissen, ich hatte eigentlich gedacht, so 30 Minuten. Stühle.
Sehr schön, da ist das hier auch durch. Aufgabe. Das war halt wirklich das Bad. Aufgabe abgeschlossen. Okay, wer weiß, wo es war. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Wir haben 6.170 Dollar verdient. Nicht schlecht. So. Einfach mal kurz gucken. Was würde ein Haus kosten? Das erste Haus würde schon 31.000 kosten. Je nachdem. Ich würde mal bis 50.000 sparen, sodass wir das dann selber ranbekommen. Wir haben einen Skillpunkt noch verfügbar. Das machen wir jetzt noch. Und zwar bei Verhandlungen. Obwohl, das sind die Zahlungen für Aufträge schön besser. Okay, aber nichtsdestotrotz würde ich erstmal an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und ich sehe hier noch mehr Dreck. Also nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken, ansonsten halt nicht das vollkommen euch überlassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt ruhig mal gerne das Kommentar. Manchmal ein anderes Spiel, nicht nur Minecraft. Einfach bloß so, weil ich mal gerade Bock drauf habe. Ich werde es jetzt nicht täglich bringen, sondern nur, wie ich Lust und Laune habe. So, das wollte ich eigentlich noch am Anfang gesagt haben. Aber gut, macht's gut und tschüss.